Denn ich kauf sie nicht, sie tragen das eher als ich, gell? 30, 50, 90, 2, 4, 10 Cent, 30, 2, 4, 6, 8, 10 sind 40. Haben Sie noch was? Jetzt habe ich aber nicht mehr. 8, 9, oh, das ist nicht mehr viel. 20, 30, 40, 50. Das sind gerade noch mal 13, aber ich habe. Nuscht. Dann nehmen Sie wenigstens machen Sie die 13. Die 13, nehme ich wieder mit. Machen wir das so hier. Ja. 63 nehme ich mir. 63. Okay. Das waren 10. Ich halte den ganzen Verkehr auf, gell? So, also 20, 40, 50, 60, 63, muss ich nochmal anders machen, 6, 8, 9, 10, machen wir so 20, 30, 40, 50, 60, 63, das ist über und 4 zurück. Na, danke schön. Schönen Tag noch. Ich wünsche Ihnen auch. Mhm. Danke. Tschüss. Ja, Schmüssling wäre keiner dabei gewesen. Doch. Doch. Nehme ich so. Okay, 4 oder schon mal. So. So. Und ansonsten reicht es für alle. 10, 64. Cool. Und 8,10 Euro. Ja, danke. 5 Euro, ich habe nicht mehr. 2,15, 2,2 Euro brauchst du nicht, wenn du das nicht nützt. Nur wenn wir es haben, dann nützt es. Ja, okay. Ja. Schön. Ich nehme noch meine Medizin mit. Was ist das? Für die Hüften? Nee. Für die Hüften? Ich sag mir auch immer, ich habe heute was für Beine, Po und Hüfte getan. Okay. Pfannkuchen mit Nutella. Pass aber auf, dass es nicht zu viel wird. Ich esse das noch nicht auf einmal. Und wenn, dann teile ich das immer. Das ist jetzt nur zur Deko. Das habe ich alles zur Deko gekauft. Ja, das behaupten sie alle. Das wäre mal Deko. Und dann ein Foto davon. Deko-technisch im Bauch. Na, heute Abend dann. Heute Abend vom Fernsehen oder so. Nee, ich habe die eine Tüte auch noch, die andere. Ich habe auch noch manchmal noch eine Tüte, aber die ist bei mir in der Tüte, die dann im Papiercontainer kommt. Habe ich auch noch eine Tüte. Ja. Das sind allerdings sehr gemammelt. Ihr wollt ja mal hingehen, du wolltest doch mal was von den Tieren. So, das ist einmal der Kassenzettel hier von den Sachen, gell? Ja. Kai? Und dann nochmal 1,50. So. Das machen wir jetzt ganz locker flockig. Ja? Vielleicht kriegt man auch bei mir noch was zusammen. Ja. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Warte mal. So. Gib das mal. Mhm. 50 Cent haben das nicht mehr. Ach. Was hast du denn da hinten? Ja, aber ich will erst mal gucken, ob ich das klein hinke. Nein, ich möchte einen Euro zurück. Nee, das ist der Ostmoral. Nee, ich wollte da. Weißt du? Ja, mach mal. So, 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8, 10. Ja, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50. Jetzt willst du 1 Euro haben, kann ich dir 2,50 geben. Ja. Kommen wir jetzt klar. Wir kommen klar.
Ich hätte gern die Gitarre abgeholt. Könnt ihr mir die bitte mal jemand aus dem Lager holen? Ja, meinst du sie hier? Meine Elektrogitarre. Ja. So ist leichter. Hat keiner Zeit, wollte die. Mit Verpackung bitte. So, wo ist denn der Karton? Im Lager, denke ich. Wenn du kannst, kannst du richtig spielen da drauf. Die E-Gitarre. Ja, das ist eine E-Gitarre, das ist wirklich eine coole Erfindung. Da haben sie vor 20 Jahren noch bestimmt 2000 D-Mark dafür bezahlt. Das ist kein Joke. Der Elefant ist auch süß hier unten. Ja, die zwei Batterien glaube ich aber. Ich habe keine Batterien mehr, wenn ich nochmal irgendwas probieren muss. Das heißt, das war jetzt Preis ohne Batterien. Ja, ist okay. Nee, ich hab ja Akkus, ich brauche gar keine Batterien. Hallo, schönen guten Tag. Nee, du suchst irgendwie noch. No. Ach so. Nee, okay. Er wollte eigentlich zum Didi. Ach so. Okay. Ich hab nur geschrieben, dass Didi haben soll, weil ich nur Hallo sagen wollte und so. Ach so. Ja. Hallo. Hallo. Es kann sich nur um Stunden handeln. Die ist nämlich für meinen Enkelsohn in Afghanistan. Ach so. Jetzt muss ich die natürlich dann irgendwie noch verpackungstechnisch optimieren, dass die da auch in Kabul ankommt, ohne dass er vorher auseinanderfällt. Durch einen Witz, ne? Die kommt aus China über Deutschland und fliegt zurück nach Afghanistan. Sie ist einmal um die Erde rumgeflogen, ne? Die Gitarre. Da war so ein gelber Zettel drin. 7,95. Nee, 7,95. Kann ich dir auch so geben, will? Mit Bon, bitte. Kann ich dir eine Quittung schreiben? Geht auch. Mir ist es egal. Oh, an dem Bus stand gerade Moses, habe ich gerade gesehen. Stand gerade Moses. Wir sind ein bisschen da. Ja. Moses finde ich cool. Also da bin ich ja wirklich jeden Mittwoch immer ab 17 Uhr in meiner Moses Lounge. Und da treffe ich ja die coolsten Leute. Dankeschön. So, jetzt muss ich noch den Leierkastenmann vom Neumarkt engagieren. Da muss er in der Sendung immer die Pausenmusik spielen. Das ist auch ein Leierkasten. Da kommt von Erfurt, ist auch ein Ingenieur. Muss ich überlegen, also ein Ingenieur ist ein Leierkastenmann geworden. Ne? Also was sie alle für eine Karriere gemacht haben, meine, schon interessant. So, liebe Mädels und Jungs, in diesem Sinne, fröhliche Adventszeit? Weihnachtszeit oder sonst was für eine Zeit. Wir werden uns ja wiedersehen. Grüßt mir Didi, wenn ihr mal seht. Also, ich möchte den Kerl auch mal kennenlernen. Ne? Macht's gut. Okay. Ciao. Tschüss. Oh, my God.